seit dem 17.04.2001 mache ich den Job. 14 Jahre. Ich mache es immer noch gerne, weil das Team stimmt. Man muss sich blind verstehen. Der andere muss wissen, wo der Erste jetzt hinläuft, damit keine sinnlosen Wege entstehen. Wir sind zu viert unterwegs. Drei machen das normale Tagesgeschäft und einer macht dann halt eine höherwertige Reinigung. Da ist dann der Wagen picobello. Die erste Tätigkeit ist, dass wir den Wagen erstmal durchkehren, dann Staub wischen, dann alles ordentlich nochmal durchwischen. Ich finde schön, dass die Wagen früh sauber rausgehen und die Fahrgäste sich dann auch darüber freuen, dass die Wagen dann halt sauber sind. Blut, Alkohol hat man Gott sei Dank wirklich selten. Das sind eher die Ausnahmen. Mit dem Graffiti ist es nicht mehr so schlimm, aber ab und zu muss ich auch dann nochmal Graffiti wegmachen. Wir haben da unsere Mittelchen, wo es recht schnell weggeht. Mein Dienst, der geht von 20 bis früh 4.30 Uhr. Die stressige Zeit ist, wenn jetzt Großveranstaltungen in der Innenstadt sind, Fußballspiel, Demos, und die meisten Fahrzeuge noch mal rausgehen und dann alle auf einen Schlag wieder reinkommen, dann haben wir schon zu tun. Die LVB ist ja Service Champion geworden und wir finden das gut, weil dann wissen wir auch, dass wir alles tipptopp machen hier. Da sind wir alles stolz drauf.